So, dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 63. Antrag Fraktion AfD, Aktuelle Stunde, Bürger entlasten, Inflation bekämpfen, sozialen Frieden Hessen bewahren. Gemeinsam mit dem Top 69, dem dringlichen Antrag der Fraktion der AfD. Uns beginnt der Kollege Lischert, AfD-Fraktion. Bitte sehr. Danke sehr, Herr Präsident, sehr verehrte Abgeordnete. Die Deutschen und die Inflation. Man sagt uns ja eine besondere Angst vor der Inflation nach, und die wird in der Regel begründet mit den historischen Erfahrungen, vor allen Dingen der Hyperinflation Verzeihung, von 1923. Warum? Weil damals Geld- und Anleihevermögen in großem Umfang schlicht vernichtet wurden. Aber die Wirkung von Inflation auf bestimmte Vermögensformen in den Blick zu nehmen, geht fehl. Denn am meisten sind immer diejenigen von Inflation betroffen, die überhaupt kein Vermögen haben. Das sind heutzutage vor allem die sozial Schwachen und Transferempfänger. Transferzahlungen werden natürlich immer erst im Nachhinein angepasst. Das bedeutet, diese Personengruppen müssen mit ihrem alten Einkommen schon die neuen Preise bezahlen und leiden daher ganz besonders. Wir kennen das Narrativ der Regierungen in Land und Bund. Was können wir schon für die Verteuerung einzelner Güter und Rohstoffe? Da können Regierungen und Zentralbanken gar nichts machen. Ist das nicht merkwürdig? Das planetare Klima können Sie retten, aber vor der Inflation kapitulieren Sie? Meine Damen und Herren, Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Das hat Friedman gesagt. Natürlich nicht der völlig überschätzte Michael Friedman, sondern Milton Friedman, der bekannte Wirtschaftswissenschaftler und Begründer des Monetarismus. Und den besten Beweis dafür liefert die Bundesbank. Denn ab 1974 ging die Bundesbank als erste große Notenbank zur Geldmengensteuerung über. Und das ist besonders bemerkenswert, denn 1973 fand der Yom Kippur-Krieg statt. Die erste große Ölpreiskrise wurde dadurch ausgelöst. Moment mal. Ein Krieg, der zu schlagartigen Verteuerung wichtiger Rohstoffe und dramatischen Preissteigerungen führt? Kommt Ihnen das auch bekannt vor? Die Bundesbank hat vor 50 Jahren erkannt, dass in einer mit heute durchaus vergleichbaren Situation Geldmengensteuerung ein effektives Mittel gegen Inflation und ihre destruktive Umverteilungswirkung ist. Und das war absolut richtig. 10 Jahre später, als Anfang der 80er Jahre die Inflationsraten in vielen westlichen Ländern erneut explodierten, gelang es der Bundesbank, eine deutlich höhere Preisniveaustabilität zu erreichen. Sogar der Schweizer Franken war demgegenüber eine Weichwährung. Und diese Stabilität der D-Mark entlastete gerade die sozial Schwachen. Und jetzt kommt's. Sie schadete unseren Exporten nicht. Schon in den 80er Jahren war Deutschland Exportweltmeister. Wir halten Leistungsbilanzüberschüsse auf dem Niveau der Tigerstaaten. Erst die Wiedervereinigung und der dringend notwendige Wiederaufbau des vom Sozialismus verheerten Mitteldeutschlands änderte das. Im Eurozeitalter haben wir wieder die hohen Leistungsbilanzüberschüsse und Exporte. Aber das wird von anderen Ländern zu Recht kritisiert. Das volkswirtschaftliche Ideal ist nämlich das außenwirtschaftliche Gleichgewicht. Die bittere Pointe dabei ist, die Exportüberschüsse kommen in weiteren Teilen unseres Volkes ja überhaupt nicht an, weil sie als Kapitalüberschüsse ins Ausland fließen. Zu den großen Profiteuren von Inflation gehört jedoch der Staat. Die Steuereinnahmen steigen mit den nominalen Preisen. Inflation wirkt wie eine versteckte Steuer und hilft beim Abbau von Staatsschulden. Und was hören wir heute Morgen? Die Steuerschätzung sieht gut aus. Kein Wunder, wir haben hier auch wieder massive Inflation. Ebenso profitieren die Geschäftsbanken. Also das, was in hunderten Artikeln, in Zeitungen, vom Spiegel bis zur Welt, Fokus, was auch immer, als Hochfinanz bezeichnet wird. Diese Hochfinanz profitiert vom sogenannten Cantillon-Effekt ebenfalls direkt von Inflation. Und das Kernproblem ist, die EZB, die jederzeit bereit ist, aus politischem Opportunismus die europäischen Verträge zu brechen, nimmt ihr Kerngeschäft, nämlich die Bewahrung von Preisniveaustabilität, nicht wahr. Deswegen, und was die EZB-Druckerpresse anrichtet, nur ein Stichwort Wohnungsmiete. Ja, da weiß jeder, was los ist. Deswegen ist der deutsche Staat und damit auch die Landesregierung gefordert, durch Steuersenkungen
fiskalpolitisch einzuspringen, wo die EZB geldpolitisch versagt. Wir müssen die Steuern senken, um Zweitrundeneffekte zu minimieren und die übermäßigen Belastungen für Bürger und Unternehmen durch eine Lohnpreisspirale möglichst abzuwenden. In unserem Antrag finden Sie die passenden Forderungen dazu. Abschaffung politisch bestimmter Umlagen auf den Strompreis, Senkung der Energiesteuern auf das EU-Minimum, Abschaffung der CO2-Abgabe und eine mindestens temporäre Absetzung der Umsatzsteuer. Das ist natürlich alles kein Landesrecht. Aber genau dafür haben wir den Bundesrat. Dort sollten Sie in diesem Sinne aktiv werden. Viele Verbände unterstützen diese Forderungen. Und es ist ganz wichtig, dass die Geringverdiener und der arbeitende Mittelstand dabei immer im Vordergrund stehen. Das macht eine soziale Marktwirtschaft aus. Stimmen Sie unserem Antrag zu oder schweigen Sie zukünftig einfach zum Thema soziale Gerechtigkeit. Danke sehr. Vielen Dank, Kollege Lieschert. Nächster Redner ist der Kollege Gantke, Fraktion DIE LINKE. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, nach dem Vortrag eben hier guckte ich noch mal in den Antrag. Ich dachte gerade, ich hätte mich verschaut, weil zu den Forderungen, die im Antrag erhoben worden sind, ist ja eigentlich kein Ton gesagt worden. Ich will mich dazu schon äußern. Bevor ich das tue, noch mal kurzer Rückblick. Wenn man sich anschaut, die Entwicklung der Lohnquote in den letzten 20 Jahren, dann kann man feststellen, das ist eher sehr stagnativ. Wenn man sich dann die Entwicklung in der Corona-Krise selber anschaut, dann wird man feststellen, dass sowohl auf Seiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine sehr starke Ausdifferenzierung während Corona stattgefunden hat und auf der Kapitalseite ebenfalls eine sehr starke Ausdifferenzierung stattgefunden hat. Es gibt sozusagen Krisengewinner auf der Kapitalseite und es gibt innerhalb der Beschäftigtenlandschaft massive Ausdifferenzierung mit der Folge, dass ein größerer Teil der Menschen nicht mehr in der Lage ist, der es vorher schon schwer hatte, der jetzt nicht mehr in der Lage ist, die Kosten entsprechend zu decken. Und auch die Tarifabschlüsse selber hatten das Problem, dass sie dann mit Einmalzahlungen in erster Linie agiert haben, kaum was in die Tabellen eingegangen ist. Und ja, diese Einmalzahlungen eben für längerfristige Entwicklungen nicht tauglich sind. Das wird jetzt entsprechend gespiegelt in Vorschlägen, wo befristet versucht wird, Steuern zu senken. Wie sich das auf den Bundeshaushalt auswirkt, wird nicht weiter dargelegt. Diese befristeten Steuersenkungen führen in allererster Linie dazu, dass Mitnahmeeffekte entstehen und wenn diese befristeten Senkungen wieder aufgehoben werden, vielleicht sogar die Preise wieder ansteigen. Also genau das Gegenteil von dem erreicht wird, was behauptet wird, erreichen zu wollen. Insgesamt ist die Methode, Steuern zu senken, natürlich eine angenehme. Man tut den Arbeitgebern damit nicht weh, die ja das eigentlich bezahlen müssten. Das entspricht halt der allgemeinen Volksgemeinschaftsideologie der Antragsteller. Da wird von der großen Familie und der Gefolgschaft ausgegangen. Und dann ist natürlich klar, man macht es über Steuersenkungen. Aber die Frage, in welchem Verhältnis Kapital und Arbeit an den am Volksvermögen profitieren. Diese Frage wird natürlich nicht gestellt. Und in dem Rahmen wird auf der einen Seite dann behauptet, man wendet sich gegen die Umverteilung von unten nach oben, war ja gestern noch zu hören, weil ja die Förderung regenerativer Energie ein Beitrag zur... Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Lieschert? Na ja, wir werden schon einig geworden. Na gut. Was denn? Ja, mach einig. Okay. Das ist richtig. Ja, da haben Sie doch mal recht. Kommt selten vor. Also, wäre doch die Frage, warum geht man nicht an die Primärverteilung insgesamt dran?
Denn es geht hier ja um eine dauerhafte Verteilung, und die Energiekosten sind sozusagen nur die Spitze des Eisberges. Es geht um die Frage der Primärverteilung. Hatten wir eben schon, als es darum ging, wie stehen wir denn zu den Kita-Beschäftigten. Also das allererste wären doch die Tarifverträge. Die FDP war ganz begeistert von den Tarifergebnissen der Kita-Beschäftigten. Die Kita-Beschäftigten selber sind nur so mittelbegeistert. Ist konkret nicht meine Gewerkschaft, ich bin IG Metaller, aber naja, ich weiß, für Sie ist das alles das Gleiche, das ist mir schon klar, aber wie dem auch sei, so oder so hängt es davon ab. Ja, das mache ich gerne, aber wie gesagt, möglichst nicht während meiner Zeit jetzt. So oder so ist es so, dass wir bessere Tarifergebnisse brauchen. Und da auf einmal hält na, dann auch der Kollege von der FDP die Tarifautonomie hoch. Ja, das ist eine sehr gute Sache. Die Tarifautonomie ist nämlich dazu dienlich, die Tarifvertragsparteien zu stärken. Und wir sind in den Kommunen, wenn wir dort sitzen als Parlamentarierinnen und Parlamentarier, sollten wir eigentlich die Tarifvertragspartei Arbeitgeberseite beaufsichtigen. Was aber stattdessen passiert ist, dass die Verantwortung abgeschoben wird, dass da Leute in Verhandlungskommissionen geschickt werden und hier alle sitzen und ein bisschen mit den Schultern zucken und sagen, damit haben wir gar nichts zu tun, und das nennen wir dann Tarifautonomie. Das hat aber gar nichts mit Tarifautonomie zu tun, sondern es geht darum, dass die öffentliche Hand Tarifvertragspartei in den Auseinandersetzungen ist. Hier in diesem Falle jetzt in den Kommunen und nicht im Land. Ja, und das heißt auch, dass wir eine politische Verantwortung in den jeweiligen Parlamenten haben, und die werden nicht wahrgenommen. Sondern da wird unter dem Deckmantel der Tarifautonomie Verantwortungslosigkeit betrieben. Zweiter Punkt. Wenn wir denn na schon über Verteilung reden, warum machen wir denn nicht bitte, wenn wir hier Forderungen an den Bund stellen, warum fordern wir nicht eine generelle Steuerreform? Wir haben hier Multimillionäre und Milliardäre in diesem Land, die sich stärker beteiligen sollten an der Finanzierung der Gesellschaft. Und da sage ich, wir brauchen eine Vermögensteuer für Multimillionäre und Milliardäre. Ich frage, Herr Kollege, Sie müssen dann langsam zum Schluss kommen. Ich weiß, es sind jetzt alle ganz aufgeregt, aber warum betreiben wir keine Universalisierung der Sozialversicherung? Warum nehmen wir nicht alle Leute in die Rentenversicherung rein? Warum nehmen wir nicht alle Leute in die Bürgerinnen- und Bürgerversicherung für Krankenversicherung und Pflege rein? Warum machen wir da diese Privilegien? Und zum Schluss wurde gesagt, die Transferzahlungen, die werden ja immer erst später erhöht. Ja, dann lassen Sie uns doch früher erhöhen. Die sind sowieso zu niedrig. Lassen Sie uns das Arbeitslosengeld erhöhen und dafür uns gegenüber dem Bund entsprechend einsetzen. Das wäre notwendig, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Jantke. Es spricht nun der Kollege Dirk Bamberger, CDU-Fraktion. Dirk, bitte. Herr Präsident, vielen Dank. Es fällt mir jetzt wirklich schwer, nach den beiden Wortbeiträgen hier zur eigentlichen Sache zu finden. Es gäbe jetzt so viele Dinge aufzuklären und deutlich zu machen, aber eins, Herr Lichert, habe ich jetzt nicht überhört. Sie haben vorhin einen Seitenhieb auf Michel Friedmann gesetzt, der völlig überschätzt sei. Im Kontext mit Ihrer Partei frage ich mich schon, wie dieser Seitenhieb eigentlich gemeint sein könnte. Der Titel Ihrer Aktuellen Stunde lautet... Der Titel Ihrer Aktuellen Stunde lautet Bürger entlasten, Inflation bekämpfen, sozialen Frieden in Hessen bewahren. Klingt ja erstmal ganz gut, aber ausgerechnet die AfD spricht davon, den sozialen Frieden in Hessen zu bewahren. Ausgerechnet diejenigen, die eins ums andere Mal versuchen, unsere Gesellschaft zu spalten, seien es die Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten im Nahen Osten oder die Corona-Pandemie. Überall dort, wo Sie eine Möglichkeit finden, in unserem Land einen Spaltkeil zu setzen, dann setzen Sie auch diesen Spaltkeil, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ist Ihr Antrag an sich schon völlig unglaubwürdig, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Und dann erinnere ich mich auch
dann erinnere ich mich noch an die Aussage Ihres ehemaligen Pressesprechers der AfD-Bundestagsfraktion, je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Der Satz geht noch weiter, das ist natürlich scheiße, auch für unsere Kinder, aber wahrscheinlich erhält uns das. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe den Eindruck, dass diese Philosophie sich in Ihrer Partei nach wie vor etabliert festgesetzt hat. Ich habe überhaupt gar nicht vor, Sie inhaltlich zu stellen, weil ich mich mit Ihnen überhaupt gar nicht auseinandersetzen möchte, weil diesen groben Unfug mache ich nicht mit. Ich gehe auf das Thema Inflation ein. Mehl plus 14%, Kartoffeln plus 17%, Speiseöl plus 30%, Teigwaren plus 11%. Das sind ein paar Beispiele. Tanken ist so teuer wie noch nie. Wir haben Rekordpreise für Strom, Gas und Wärme. Und die aktuelle Inflation liegt bei unglaublichen 7,4%, meine Damen und Herren. Brot, Mehl, Butter und viele weitere Produkte werden immer teurer. Grund dafür sind unter anderem hohe Produktionskosten, weltweit schlechte Ernten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, den Wortbeitrag von Herrn Lichert habe ich deswegen so aufmerksam gehört oder so wahrgenommen, weil ich sehr ruhig war und sehr intensiv zugehört habe. Und das empfehle ich Ihnen auch gerne. Ja. Grund dafür sind unter anderem die hohen Produktionskosten, weltweit schlechte Ernten und fehlende Exporte durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Alles, was wir hier besprechen und diskutieren, steht auch, nicht nur, aber auch im Zeichen des andauernden Krieges in der Ukraine. Nicht nur, aber auch damit in Verbindung stehen die aktuell stark steigenden Preise. Und ich denke, wir sind uns darin einig, dass wir diese hohe Inflation dringend bekämpfen müssen. Krieg, Öl, Inflation, es geht ein Gespenst um in den deutschen Wirtschaftsnachrichten und Zeitungsartikeln, das Gespenst der Stagflation. Heißt, die Wirtschaft wächst nicht so stark, wie die Preise ansteigen. Hohe Inflation, also alles wird teurer bei niedrigem Wirtschaftswachstum, begleitet von hoher Arbeitslosigkeit. Einige Ökonomen sehen bereits diese Tendenzen, andere Ökonomen sehen uns bestenfalls in einer Gefahrenzone, aber noch geringes Risiko. Christine Lagarde hat gestern angekündigt, dass die Europäische Zentralbank bei der Geldpolitik nachsteuern wird und mit einer Zinserhöhung reagieren wird. Bei Stagflation ist es so, dass sich die Güter verknappen, das Angebot verknappt sich hier in dem Fall vor allem das Energieangebot und dadurch werden die Preise in die Höhe getrieben. Und darauf kann die Politik eigentlich nur reagieren, indem man gezielte Hilfen für die ganz stark Betroffenen gibt, die dann alle gemeinsam tragen. Denn die Lohnpreisspirale, die wurde jetzt eben gerade schon angesprochen, in diese Falle dürfen wir in gar keinem Fall hineingeraten. Und da ist es eben wichtig, dass hier jetzt an dieser Stelle auch politisch die richtigen Akzente gesetzt werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Gebot der Stunde lautet, mit kraftvollen Maßnahmen gegenzusteuern, diese Entwicklung massiv einzubremsen. Heute wird im Deutschen Bundestag exakt über dieses Thema gesprochen. Und die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat einen Antrag eingebracht, der heißt Preissteigerung bekämpfen, Schutzschirm gegen die Inflation. Und diesen Antrag, den unterstützen wir ganz ausdrücklich. Denn er sieht als erstes vor, und da sind wir uns, glaube ich, zumindest in weiten Teilen der demokratischen Parteien sehr einig, die sogenannte kalte Progression komplett zu neutralisieren. Das ist eine der wichtigsten Maßnahmen an dieser Stelle. Der Preisdruck bei den Energieerzeugnissen ist zu senken, indem passgenaue Möglichkeiten zur Entlastung besonders betroffener Bürgerinnen und Bürger gefunden werden. Auch das sollte einleuchten, aber das Entlastungspaket, das bisher die Ampelkoalition Berlin auf den Weg gebracht hat, greift da nicht wirklich vollständig bzw. verfehlt da ihre Wirkung, seine Wirkung. Und deswegen wird die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hier noch einmal eine deutliche Nachbesserung einfordern. Herr Kollege Bamberger, Sie müssen zum Schluss kommen. Das ist aber sehr schade, weil ich noch viele Punkte jetzt. Ja, jetzt hat er mir vorzeitig den. Naja, wir sind uns einig darin, die Inflation ist zu bekämpfen. Wir dürfen in diese Stagflationsfalle nicht fallen. Und die Maßnahmen, die heute die CDU-CSU-Bundestagsfraktion vortragen wird, das sind sehr wirkungsvolle Maßnahmen.
Und ich bin der Auffassung, dass die demokratischen Parteien sehr wohl in der Lage sind, mit dieser Situation angemessen umzugehen. Dafür brauchen wir keine volkswirtschaftliche Belehrung der AfD und auch keine sozialistische Belehrung seitens der Linken. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Bamberger. Das Wort hat jetzt der Kollege Marius Weiß, SPD-Fraktion. Marius, bitte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als ich den Antrag der AfD gesehen habe, der hier Gegenstand der Aktuellen Stunde ist, habe ich erst einmal gedacht, das ist eigentlich das, was uns immer so von der AfD erwartet, alles so wild zusammengewürfelt, was der rechte Empörungskasten so hergibt. Und dann habe ich bei zwei Punkten aber tatsächlich gedacht, ausgerechnet die AfD. Ausgerechnet die AfD beklagt Preissteigerungen bei fossilen Energien. Die AfD, die seit Jahren genau die Alternativen zu Öl, Gas und Kohle massiv bekämpft, ausgerechnet diese AfD beklagt jetzt, dass die fossilen Energien massiv ansteigen. Ausgerechnet diese AfD. Der zweite Punkt. Ausgerechnet die AfD sagt in ihrem Antrag kein einziges Wort zur Ursache der massiven Steigerungen bei den Kosten der fossilen Energien jetzt, nämlich dem verbrecherischen Angriff von Wladimir Putin auf die Ukraine. Stattdessen beschreiben Sie ernsthaft in Ihrem Antrag den Krieg als wörtlich bequeme Ausrede. Ich würde mich schämen an Ihrer Stelle, Herr Kollege Grobe, so etwas in einen Antrag reinzuschreiben. Ich würde mich schämen. Und dann faselt der Herr Licher hier etwas von Inflation, erkennbar auch nur ohne einen Funken Ahnung davon zu haben und auch erkennbar ohne eine einzige Antwort darauf zu geben. Aber das hatten Sie ja auch überhaupt nicht vor, Herr Lichert. Das hatten Sie gar nicht vor. Sie hatten etwas ganz anderes vor hier gerade, was Sie mit dieser Inflation machen wollten. Sie haben eben schon wieder das Wort Hochfinanz benutzt, wie Sie es gestern benutzt haben, wo wir gestern eine Sitzung des Ältestenrats dazu hatten. Und ich sage Ihnen was zu dem Wort. Im aktuellen Lagebild Antisemitismus des Bundesamts für Verfassungsschutz 2020-21, da können Sie mal nachschauen unter neuen Rechten. Da steht auch die identitäre Bewegung drin, Herr Lichert. Die ist Ihnen ja gut bekannt. Da ist genau solche Worte wie die Hochfinanz. Genau das steht da drin, dass das antisemitische Codes der neuen Rechten sind. Und Sie haben das gestern hier verwendet und Sie haben es heute wieder hier verwendet. Und dann en passant noch einmal Michel Friedmann mit einfließen lassen. Das ist das, was Sie hier machen, Herr Lichert. Und das ist das, was diese Aktuelle Stunde sollte. Und ich sage Ihnen noch was. Ich weiß nicht, ob Sie ein Antisemit sind, aber ich weiß was. Normale Parteien, die ziehen klare Grenzen Richtung Antisemitismus. Und wenn es hier Codes gibt, die von neuen Rechten, von Antisemiten verwendet werden, und Sie, obwohl Sie da überführt werden, die heute ganz bewusst noch einmal verwendet haben, dann ist das eben keine klare Grenze zum Antisemitismus. Deswegen ist die AfD keine normale Partei. Deswegen gehören Sie nicht dem demokratischen Spektrum an, Herr Lichert. So sieht es aus. Genau das war der Sinn dieser Aktuellen Stunde. Das Einzige, wozu diese Aktuelle Stunde nützlich ist, ist, dass ich auf die zwei großen Entlastungspakete der Bundesregierung hinweisen kann, mit denen insgesamt 30 Milliarden Euro für die Menschen, um die es ja, die haben ja gerade vorgegaukelt, dass es ihnen darum geht. 30 Milliarden Euro. Gerade heute Nachmittag wird das im Bundestag beraten und beschlossen. Energiepreispauschale, Absenkung Energiesteuer, 9-Euro-Ticket, Anhebung Pendlerpauschale und Arbeitnehmerpauschbetrag. Aber es geht ja nicht nur um Energiekosten.
Das andere lassen Sie ja gepflegt unter den Tisch fallen. Es geht ja auch um steigende Kosten für Grundnahrungsmittel, Fleisch, Mehl, Nudeln, Eier, Kartoffeln. Deswegen sorgt die Ampelregierung im Bund dafür, dass es einen Kinderbonus gibt, dass es Einmalzahlungen für Sozialhilfeempfängerinnen und Empfänger gibt. Und im Übrigen hatten wir gerade die größte Rentensteigerung und Rentenerhöhung seit Jahren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gestern hat der Bundesfinanzminister die finanzpolitische Strategie der Bundesregierung vorgestellt, um Wachstum zu stärken, um inflationäre Impulse zu vermeiden. Neben den aktuellen Maßnahmen zur Stabilisierung der Einkommen der Bürgerinnen und Bürger gibt es einen klaren Plan zur Mobilisierung von Investitionen und Steigerung der Produktivität. Das hilft gegen Inflation und nicht solche Krakelerei und solche Spielereien und bewussten Grenzüberschreitungen zum antisemitischen Rand, wie Sie das hier machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, Kollege Weiß. Das Wort hat die Frau Kollegin Marion Schardt-Sauer, FDP-Fraktion. Bitte sehr, Marion. Passt. Werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, wenn es ja nicht so drückend wäre für viele Bürger, ist es eigentlich sehr bedauerlich, wie das Thema Inflation und die damit drohenden Folgen für unser Land, für den ganzen Kontinent sozusagen in eine populistische Debatte gezogen werden. Insoweit bin ich dem Kollegen Weiß sehr dankbar dafür und kann mich jetzt der eigentlichen Thematik, die eigentlich Haushaltspolitiker und Wirtschaftspolitiker, die es seriös meinen und die ein Lösungsinteresse haben, antreiben sollte. Es ist völlig unbestritten, und Bundesfinanzminister Christian Lindner hat es gestern ausgeführt, der Begriff der Zeitenwende. Wir haben es in vielen Bereichen, wobei wir müssen uns aber schon freimachen. Inflation ist ein Thema nicht erst seit Russland. Das Schneckentempo der EZB berührt sich seit letzten Sommer. Und ich möchte gleich darauf sachlich, außer dieses Hoho-Gerufe von rechts, darauf eingehen. Fakt ist, die Energiepreise haben deutlich angezogen in den letzten Monaten. Fakt ist, Lebensmittel, Verkehr, Wohnen, Leben und Arbeiten ist für sehr, sehr viele Menschen, denen es wehtut, teurer geworden. Die von der Bundesregierung auf den Weg gebrachten Entlastungspakete 1 und 2 tragen dazu bei, Herr Kollege Bamberger, dass sich die Kosten für das Leben und Arbeiten der Bürgerinnen und Bürger etwas reduzieren. Sie tragen etwas bei. Sie lösen das Problem nicht, das ist richtig, aber sie reduzieren, sie helfen. Und auch das vierte Corona-Steuerhilfegesetz schlägt in die richtige Kerbe. Auch die sollten wir mal im Fokus haben, die Leistungsträger im Mittelstand. Flankierend dazu sind, und das ist, warum ich gesagt habe, wir haben das an dem Landesfinanzminister schon letzten Sommer adressiert, dass er sich auch mit der Frage seines Schärfleins zur Inflation beschäftigen soll. Auch die Landesregierung ist gefragt, den Kurs der Bundesregierung zu unterstützen. Aber das paternalistische und expansive Staatsverständnis von Schwarz-Grün in Hessen gehört dazu dringend auf den Prüfstand. Hessische Unternehmen und Steuerzahler arbeiten viel und hart und bescheren dem Land immer wieder Rekordsteuereinnahmen. Vor Corona, wer Corona? Ich kann gar keine Steuerschätzung nennen, wo wir nicht gesagt haben, die Einnahmen steigen immer weiter. Die Leistungsträger haben das immer wieder bestätigt, uns die Steuerkassen gefüllt. Und heute Mittag ist schon so viel durchgesickert, wir wissen auch, es wird immer weiter steigern. Es ist aber doch Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, denen, die unser Land dauerhaft so groß machen, etwas zurückzugeben. Aber dafür braucht es politischen Willen und solide Finanzen. Und beides ist bei der jetzigen Landesregierung nicht erkennbar. Und da sind wir wieder bei dem hessischen Sound. Die Einnahmen steigen, die Ausgaben noch mehr. Und da komme ich einmal zu Ludwig Erhard, werte Kollegen der Union. Und ich nehme einmal eine Aussage von ihm. Er hat ausgeführt,
seiner vielen guten Zitate, unter anderem die Sätze, wenn ich Ihnen kein Staat, kann sein Bürger mehr geben, als er Ihnen vorher weggenommen hat. Ja. Und es gibt keine Leistungen des Staates, die sich nicht auf den Verzicht des Volkes gründen. Verehrte Kollegen, es ist Ihr Vordenker, der eine klare Aufgabe und der beschreibt, wo wir endlich einmal anfangen müssen. Wir müssen das staatliche Handeln permanent einem Ausgabencheck unterziehen. Das eine sind die Einnahmen, aber wir müssen auch einmal fragen, ob das, was wir immer ausgeben, ob das sozusagen einen Daueranspruch in die Ewigkeit hat. Diese Aufgaben gehören auf den Prüfstand, und der Rotstift, der darf nicht nur bei den Bürgerinnen und Bürgern, wo wir immer sagen, Verzicht und müssen alle enger schnallen. Der Staat muss sich verschlanken und muss effizienter werden. Sie können gerne die Haushaltsreden und die Anträge zu Laien zu den aufblähenden Ministerien sich anschauen, wenn Sie da genau zugehört haben. Und ein großer Teil der Ausgaben muss, und da sind wir auch bei den Volkswirten, muss in Investitionen fließen und nicht in dauerhafte Förderprogramme, die auch immer wieder auf den Prüfstand gehören. Das bringt qualitativen Wachstum, und das ist, Herr Finanzminister, ein echter Inflationsbremser. Vor allen Dingen, über allem steht doch immer auch die Frage, bei diesen dauerhaften Ausgaben, die Frage der Generationengerechtigkeit. Wie gesagt, werte Kolleginnen und Kollegen, Zeitenwende, auch in der Haushalts- und Finanzpolitik. Ich kann allen nur das Papier von Christian Lindner und Lars Feld empfehlen. Und da sind vier Säulen drin. Stabilität, Wachstum, Innovation, Fairness. Und, werte Kolleginnen und Kollegen, Fairness sind solide Finanzen. Und solide Finanzen heißen nicht nur, sich mit dem Faktor Einnahmen zu befassen, sondern Ausgaben. Und da, glaube ich, haben wir alle gemeinsam noch viel Luft nach oben. Das fordern wir ein. Das ist Gerechtigkeit. Fangen wir endlich damit an, das staatliche Ausgabeverhalten einem Ausgabencheck zu unterziehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollegin Schardt-Sauer. Jetzt spricht die Frau Kollegin Kaya Kinkel, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die gestiegenen Kosten bringen viele Menschen in Not. Durch hohe Energiepreise steigen die Kosten für Lebensmittel und für andere Gebrauchsgegenstände. Die Menschen konsumieren in der Folge weniger, und das wiederum hat Auswirkungen auf den Handel, auf die Nahrungsmittelproduktion und das wiederum auf die Lohnentwicklung. Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges spüren wir in allen Bereichen. Aber natürlich muss man in dem Moment auch sagen, wie gut es uns im Vergleich zu den Menschen in der Ukraine geht, die unter diesem schrecklichen Angriffskrieg leiden. Für viele Menschen stellen die steigenden Lebenshaltungskosten große finanzielle Herausforderungen dar. Und diejenigen, die geringes Einkommen haben, die sind umso stärker davon betroffen. Nicht nur in Hessen, sondern bundesweit. Und deshalb müssen auch bundesweit Maßnahmen ergriffen werden, um diese Wirkungen abzufedern. Das passiert auch. Das haben wir auch gerade schon gehört. Einerseits wird die EEG-Umlage wegfallen zum 1. Juli. Und dann wurde ein sehr umfassendes Energieentlastungspaket durch die Bundesregierung beschlossen, was heute auch im Bundestag kommt, um die Auswirkungen der steigenden Energiepreise so gut es geht abzufedern. Darin enthalten ist z.B., dass jeder einkommenspflichtige Erwerbstätige einen Einmalbonus bekommt von 300 €. Die Energiesteuer werden auf 3 Monate abgesenkt. Es gibt das ÖPNV-Ticket für 3 Monate für 9 € im Monat, was sehr spannend wird, was uns auch zeigen wird, wie wir die Mobilitätswende voranbringen können, weil damit jeder quer durch Deutschland reisen kann. Die Familien bekommen einen Einmalbonus in Höhe von 100 € pro Kind. Und weil dieser Bonus auch auf den Kinderfreibetrag berechnet wird, kommt bei den Familien, die weniger Geld haben, auch mehr Geld an. Und es gibt eine zusätzliche Einmalzahlung von 100 € für die Menschen, die Sozialleistungen bezahlen. Und richtig und besonders wichtig ist in dieser Situation, dass diese Maßnahmen versteuert werden und somit den unteren Einkommensschichten stärker zugutekommen, weil wir müssen nicht mit der Gießkanne diejenigen subventionieren, die diese Energiepreissteigerung ohnehin wenig spüren.
Gerade aufgrund der Preissteigerung dürfen wir aber nicht nachlassen, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen und die Menschen besonders zu unterstützen, die diese Unterstützung brauchen. Und da nehme ich der AfD auch diese Sorge um den sozialen Frieden nicht ab. Sie nutzen diese Situation mal wieder aus, um die Ängste der Menschen zu schüren und sie für ihren eigenen Eigennutz zu instrumentalisieren. Es geht ihnen nicht um die Menschen, es geht ihnen um die eigene Profilierung, genauso wie bei der Migrationsbewegung von 2015, genauso wie während der Zeit von Corona. Und auch jetzt versuchen sie wieder, die Emotionen und die Sorgen der Menschen auszunutzen und davon zu profitieren. Und was Sie auch wieder getan haben, zum wiederholten Mal haben Sie versucht, die Energiewende als Preistreiber darzustellen. Das ist definitiv nicht der Fall. Die hohen Energiepreise sind nicht aufgrund der Energiewende zustande gekommen, sondern aufgrund unserer fossilen Abhängigkeit. Das sieht man ganz deutlich bei der Betrachtung der Ölpreisentwicklung in den letzten Monaten, die z.B. zu Beginn der Krise stark gestiegen sind und dann auch wieder gesunken sind. Die Preise an der Zapfsäule sind aber lange Zeit nicht gesunken. Und deshalb ist es gut, dass das Bundeswirtschaftsministerium an der Stelle das Kartellamt eingeschaltet hat, woraufhin die Preise auch wieder gesunken sind. Aber das alles deutet darauf hin, dass es eben nicht die Energiewende ist, sondern die fossilen Abhängigkeiten und höchstwahrscheinlich auch Preisabsprachen, die dafür sorgen, dass das Benzin so teuer ist. Wir hatten außerdem an vielen Tagen in Deutschland den niedrigsten Börsenstrompreis im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern. Das bitte ich Sie auch zur Kenntnis zu nehmen. In Frankreich zum Beispiel liegt der Strompreis regelmäßig um ein Vielfaches höher als in Deutschland, weil die eben aufgrund der Unverlässlichkeit der Atomkraftwerke sehr, sehr hohe Preise haben. Schauen Sie nach, die Börsenstrompreise sind öffentlich. Also das Märchen von billiger Atomkraft ist damit ein für alle Mal enttarnt. Sehr geehrte Damen und Herren, die Bundesregierung trägt mit sehr zielgerichteten und wirksamen Maßnahmen dazu bei, die Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger zu reduzieren. Und wir in Hessen arbeiten daran, dass wir die Energiewende weiter voranbringen, um diese fossilen Abhängigkeiten zu reduzieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Hinkel. Jetzt hat das Wort der Finanzminister. Staatsminister Boddenberg, bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin zugegebenermaßen, das mache ich bei Aktuellen Stunden immer, ohne eine textliche Vorbereitung in diese Debatte, weil ich abwarten will, was die einzelnen Redebeiträge so an Stichworten liefern. Das scheitert heute möglicherweise ein bisschen daran, dass, ich glaube, fast nichts ausgelassen worden ist in der Debatte heute Morgen. Das sage ich gar nicht vorwurfsvoll, sondern das kann ja jeder für sich entscheiden. DIE LINKE ist noch einmal zum Tagesordnungspunkt davor zurückgekehrt. Das ist auch in Ordnung. Aber ich bin zunächst einmal Herrn Weiß sehr dankbar, und das meine ich wirklich sehr ernst. Herr Weiß, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Zeit lang, und Sie tragen das Herz auf der Zunge. Sie haben ja wirklich aus der Seele gesprochen mit Blick auf die wahre Motivation der AfD als Antragstellerin der heutigen Debatte. Und ich glaube, das war notwendig, das von vornherein so einzuordnen. So, und dieses vermeintliche angebliche Kümmern der AfD um die Sorgen der kleinen Leute und um den sozialen Frieden, Dirk Bamberger hat das auch angesprochen, ist ja ein durchschaubares Manöver, zumal Sie einen Teil dieser sozialen Problematiken und Spaltungen und Verunsicherungen sind. Damit werden Sie jetzt wieder hausieren gehen und sagen, die anderen nehmen eure Probleme nicht ernst, das ist grober Unfug. Sie haben hier einige Beiträge gehört, wo es genau darum geht, nämlich aktuell den Herausforderungen zu begegnen, auch wenn sehr, sehr klar sein muss, dass der Staat und die Politik nicht in der Lage sind, alle Probleme dieser Welt zu lösen. Wir haben Marktmechanismen, wir haben hier besprochen, wie besprochen und von einigen angesprochen, äußere Einflüsse, auf die wir nur bedingt bis gar keinen Einfluss haben. Und die, glaube ich, muss man zunächst einmal zur Kenntnis nehmen und sollte man in einer Situation,
in der 1.500 Kilometer von hier Menschen einem verbrecherischen, kriegerischen Akt der Russen zum Opfer fallen, nicht missbrauchen, um die Unsicherheiten und die Ängste, die damit einhergehen, noch zusätzlich aufzuladen. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass Politik klar sagt, was sie kann und das dann auch unternimmt. Und ich will zwei Dinge ansprechen in dem Zusammenhang. Das betrifft einmal die Landesregierung, es betrifft aber auch das, was im Bund gerade passiert. Ich glaube, es war sehr wichtig, dass die Landesregierung vor wenigen Tagen mit dem Aktionsplan zu dem, was wir erforderlich halten in Richtung derjenigen, die aus Ukraine hierher kommen, eine Struktur gegeben haben. Ich glaube, das ist auch parteiübergreifend zumindest mal so gesehen worden, dass da ziemlich viel Kluges drinsteht und zeigt, dass wir einen Plan haben, um es salopp zu sagen. Und ich will ausdrücklich auch sagen, dass das Entlastungspaket der Bundesregierung, der Ampel, ja in die richtige Richtung geht. Ich will dann aber auch hinzufügen, dass es, glaube ich, legitim ist, dass die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, die CDU-CSU, der Bamberger hat darauf hingewiesen, aktuell durchaus auch, dass einige an Kritik übt daran, dass man das besser machen kann, glaube ich, besteht auch, selbst parteiübergreifend, auch hier im Hause, nicht der Zweifel. Aber es geht in die richtige Richtung. Volker Bouffier hat gestern dazu im Bundesrat gesprochen und durchaus auf die ein oder andere Schwäche dieses Paketes hingewiesen. Aber 2 Milliarden Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger, die es am meisten trifft, glaube ich, ist schon ein Wort. Und dann sollte man das auch deutlich sagen und auch parteiübergreifend anerkennen. Ja, und insofern, meine Damen und Herren, Frau Schardt-Sauer, gerne wieder zum Thema Haushaltskonsolidierung und Stabilität dieser Frage und unserer und meiner Verantwortlichkeit. Ich glaube, das bringt heute jeden Rahmen. Trotzdem haben Sie völlig recht, dass das Teil des Ganzen ist. Weil bei der Politik, bei der Geldmengenpolitik der EZB bin ich ebenfalls zurückhaltend, mich in 5 Minuten zu äußern. Ich habe dazu eine ziemlich feste Auffassung. Aber ich glaube, es geht zurzeit auch innerhalb der EZB an vielen Stellen darum, in einer sehr volatilen Zeit unserer Geschichte und derzeit auch wirklich kaum vorhersehbaren Entwicklungen, geopolitischen, globalen Entwicklungen, eine Abwägung zu treffen, die nicht so ganz einfach ist. Zwischen dem, dass man die Inflation anheizende Teile, nämlich die Geldmengenmehrung der letzten Jahre, durchaus im Blick haben muss und auch reagieren muss auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber feststellen muss, dass innerhalb der EU-Mitgliedschaft bzw. des Währungsraums des Euros es durchaus weiterhin Problemstaaten gibt. Und ich will eins ganz sicher nicht, und ich denke, da sind Sie mit mir d'accord, ich will nicht zurück in die Debatte, die wir Anfang des letzten Jahrzehnts geführt haben, als es um die Finanzen in den südeuropäischen Ländern, beispielsweise in Griechenland, ging und in einer Art und Weise in unserer Gesellschaft, in manchen Medien eine Stimmung provoziert wurde, auch dort, um daraus Kapital und Profit zu schlagen, natürlich allen voran auch die AfD, die ich für höchst gefährlich halte. Und wenn wir eins in diesen Tagen nicht gebrauchen können, dann ist es ein Spalt innerhalb der Europäischen Union in diese alten Muster, wie wir sie 2010, 2011 und 12, Stichwort Griechenland, ich wiederhole, das hatten. All das ist Teil der EZB-Politik und der Verantwortung dort. Ich finde, sie kommt dem nach, auch wenn man selbstverständlich an dem einen oder anderen Schritt oder nicht erfolgten oder zu späten Schritt durchaus seine Kritik üben darf. Die Amerikaner haben dort eine andere Geschwindigkeit an den Tag gelegt. Aber ich glaube, Lagarde und das Präsidium der EZB haben sich in den letzten Tagen vernehmlich geäußert und sehen all diese vielen Einzelteile eines großen Problems und einer großen Herausforderung sehr wohl. Ja, und wozu das führt, wenn die AfD sich auf Dauer und weiterhin so verhält, haben wir am letzten Sonntag in Schleswig-Holstein gesehen. Ich erlaube mir auch als Mitglied der Landesregierung, aber irgendwo auch als Demokrat und Mitglied des Hessischen Landtags, jedenfalls meine Freude nicht zu verhehlen, dass das hoffentlich der Einstieg vom Ausstieg dieser Partei aus den deutschen Parlamenten kann. Herzlichen Dank. Herr Minister, vielen Dank. Wir sind am Ende der Debatte. Der Kollege Lischet hat ums Wort gebeten zu einer persönlichen Bemerkung nach § 81 unserer Geschäftsordnung. Ich weise darauf hin, das Mitglied des Landtags darf nur Angriffe auf die eigene Person zurückweisen oder eigene Ausführungen berichtigen. Und ich mahne
alle miteinander an. Wir haben gestern im Ältestenrat ja lange miteinander gesprochen. Wir können das auch gerne im nächsten Ältestenrat fortsetzen. Aber ich bitte darum, dass wir heute mit der gebotenen Sachlichkeit von allen Seiten diese Themen behandeln. Bitte sehr, Kollege Lische. Danke sehr, Herr Präsident. Und in der Tat möchte ich mich auch genau diesem Gebot der Sachlichkeit hier unterwerfen. Der Punkt, der hier auch wieder versucht wurde, ist mir mittels des Begriffes der Hochfinanz Antisemitismus anzudichten. Ich habe nochmals dargelegt vorhin in meiner Rede, dieser Begriff ist gängig in Zeitschriften, in Zeitungen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass gerade... Moment mal, meine Damen und Herren, der Kollege Lichert hat jetzt das Wort und ich darf Sie bitten, jetzt auch zuzuhören. In gerade den letzten Jahren seit der großen Finanzkrise ist der Begriff Hochfinanz auch und gerade in linken Publikationen absolut gängig. Insofern ist es doch geradezu kontraproduktiv und widersinnig, wenn Sie das jetzt automatisch mit Antisemitismus gleichsetzen. Und das glaube ich, wirklich schmerzhaft an dieser Sache ist, dass Sie tatsächlichen Antisemitismus, der ja wirklich ein Problem ist, den banalisieren Sie geradezu, wenn Sie uns mit solchen billigen Finden das unterschieben wollen. Es ist doch nun mal furchtbar, dass Juden wieder Angst um ihre Sicherheit haben müssen. Aber doch nicht wegen so etwas, weil wir zu Recht das Verhalten der Hochfinanz auch kritisieren. Und warum habe ich den Herrn Michel Friedmann heute Morgen erwähnt? Also erstens, in einer Rede um Inflation nicht über Milton Friedman zu reden, wäre an der Sache völlig vorbei. Und heute Morgen bin ich tatsächlich über ein Interview von Michel Friedman gestolpert, ja, der sich jetzt vehement für Waffenlieferungen an die Ukraine einsetzt. Und das finde ich total falsch. Und deswegen halte ich ihn für überschätzt. Und das habe ich gesagt. Und wenn jetzt hier, und das konnte ich aus den Äußerungen von Minister Al-Wazir wieder herauslesen, daraus gemacht wird, das sei auch antisemitisch, dann sind Sie es doch gerade, der Michel Friedmann nur auf diese eine Eigenschaft reduziert, nämlich Jude zu sein. Ich tue das nicht. So. Ist jetzt auch wirklich die Situation bereinigt? Wir werden sehen. Ich werde jedenfalls nach wie vor dafür kämpfen, dass wir in dieser Art und Weise weiterhin Ihre falsche Politik auch adressieren dürfen. Wenn Sie mit solchen Finden von den eigentlichen Problemen ablenken wollen, dann gehen Sie an den Interessen der Bürger vorbei. Dem werden wir uns widersetzen. So, meine Damen und Herren, und ich empfehle uns, dass wir gerne in der nächsten Ältestenratssitzung die Debatte weiterführen können und für heute den Punkt dann abschließen. Ich sehe das. Findet hier die Zustimmung.